Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Jeder von uns hat in irgendeiner Art und Weise irgendwie Wunden und Narben. Und ich meine nicht körperlich, sondern seelisch tief in uns drin, die wir irgendwie noch aus der Vergangenheit haben, vielleicht nicht ganz verarbeitet und die uns immer wieder irgendwie zusetzen. Wenn wir diese Wunden und Narben, die schon lange, lange da sind, nicht irgendwie heilen können, dann werden sie uns irgendwann zum Verhängnis werden, sei es in einer Beziehung, in eurem Job oder im sonstigen Leben irgendwo. Und genau deswegen möchte ich euch gerne in diesem Video 3 Tipps geben, wie ihr selbst eure Wunden heilen könnt und euer Leben auf jeden Fall auf das nächste Level bringt und weiterkommt. Ich möchte, dass wenn du deine Traumata und deine Wunden geheilt hast, wenn du diesen Schritt gewagt hast, das braucht auf jeden Fall Zeit, aber wenn du soweit bist, dann möchte ich, dass du den Moment erlebst, wenn du zu deinem Umfeld zurückgehst, zu deinen Freunden und so weiter und sie sagen, hey, du, irgendwie bist du einfach ein bisschen anders gerade, irgendwie bist du wie ausgewechselt, was ist passiert mit dir? Und genau diesen Moment möchte ich euch gönnen und ab geht's direkt mit den 3 Tipps, wie du es selbst schaffst, deine Wunden zu heilen. Punkt Nummer 1 ist, finde erstmal heraus, was das überhaupt für Wunden sind. Wo kommen die her? Seit wann sind die da? Was war irgendwo der ausschlaggebende Punkt? Wo war der Moment, wo sich plötzlich alles verändert hat? Weil wenn du erstmal gar nicht erkennst, wo das Ganze passiert ist, kannst du das Ganze auch nicht bekämpfen. Das heißt, du musst dir selber bewusst werden über deine Wunden. Du musst genau wissen, okay, da blutet noch so ein bisschen mein Herz und da blutet noch so ein bisschen meine Seele. Und wenn du das nicht weißt, kannst du es nicht bekämpfen, dann kannst du es nicht heilen und kannst es auch nicht verändern. Punkt Nummer 2 ist, sehr wahrscheinlich bist du in der Vergangenheit weit zurückgegangen, um deine Wunde zu finden und dir darüber bewusst zu werden. Und Punkt Nummer 2 ist allerdings, dass du es unbedingt im Hier und Jetzt verarbeiten musst und heilen musst. Denn nur im Hier und Jetzt lebst du und nur das Hier und Jetzt zählt. Nicht mal morgen zählt. Das ist die Zukunft. Die Zukunft ist noch ungewiss. Die Vergangenheit, gestern, vor einer Woche, vor einem Jahr, in deiner Kindheit, ist schon gelaufen. Du kannst es nicht mehr ändern. Du musst es akzeptieren. Aber du musst daraus lernen. Und da sind wir bei dem Punkt, was du mit ins Hier und Jetzt nehmen kannst. Das heißt, arbeite im Hier und Jetzt. Schmerz kann nur in Vergangenheit oder in der Zukunft existieren. Nehmen wir mal an, Schmerz aus der Vergangenheit. Es liegt meistens daran, mit deinem Beispiel, dass du irgendetwas vermisst, was jetzt nicht mehr da ist. Irgendein Mensch hat dich vielleicht verlassen, eine Situation hat sich geändert, ein Freundeskreis ist nicht mehr der gleiche wie früher und du hast Schmerzen, weil du es vermisst. Das heißt, vermissen aus der Vergangenheit. Gehen wir in die Zukunft, ist es das Verlangen oder der Wunsch nach etwas. Du möchtest gerne unbedingt dies und jenes haben. Du möchtest so gerne den Traumjob haben. Du möchtest so gerne einen Traumkörper haben, deine Traumfrau haben. Und dir geht es nicht gut, weil du das unbedingt haben möchtest. Das heißt, komm weg von der Begierde, zu weit in die Zukunft zu gehen. Versuch im Hier und Jetzt zu sein, versuch deine Ziele zwar in der Zukunft zu fokussieren, aber tu im Hier und Jetzt genau das, damit du am Ende in der Zukunft an diesem Ziel landest. Und dafür musst du im Hier und Jetzt in die Handlung kommen. Punkt Nummer 3. Punkt Nummer 3 ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wo viele Menschen und auch ich auf jeden Fall noch Mankos habe. Und das ist, akzeptier dich selbst. Akzeptier dich selbst, wie du bist. Fang an, dich selbst zu lieben. Viele sagen das so leicht oder man hört es überall, du musst dich selbst lieben, bevor du jemand anders lieben kannst und so weiter. Aber es ist wirklich wahr. Ich habe es am eigenen Leib erfahren, wie das ist, wenn man mit jemandem zusammen ist, der sich selbst nicht liebt und die ganze Beziehung darunter leidet. Und darunter natürlich dann auch ich gelitten habe.
Das war einer von vielen Punkten. Ich habe auch Fehler gemacht, aber das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Aber du musst dich selber lieben und du musst dich selber akzeptieren, wie du bist. Mit deinen Schwächen, mit deinen Stärken, mit deinen Wunden und deinen Narben, wenn sie irgendwann verheilt sind. Das heißt, akzeptiere dich selber, und eine sehr, sehr intensive Übung dazu ist, wenn du morgens aufstehst, geh zum Spiegel. Schau in den Spiegel, schau dich selbst an und sag dir, ich liebe dich. Das klingt jetzt erstmal komplett weird, aber mach das erstmal. Das ist ein Schritt, der wird auf jeden Fall dein Leben verändern. Ich habe das jetzt seit 3 Tagen gemacht und es fühlt sich immer noch richtig strange an. Aber ich habe den Tipp, wo habe ich den denn mal gesehen? In irgendeiner Podcast oder so? Ich glaube, ich habe es in irgendeiner Podcast gehört. Und ich fand das Thema und diese Technik fand ich sehr, sehr interessant. Und deswegen teste ich die gerade. Und ich spüre schon, dass man sich selbst mehr akzeptiert. Du bist genauso perfekt, wie du bist. Du musst dich selber lieben. Du sollst nicht all deine Schwächen akzeptieren, wenn du weißt, die stehen dir im Weg. Aber Selbstliebe ist unglaublich wichtig. Und du musst dich selber akzeptieren, damit du glücklich werden kannst. Ja, zu guter Letzt, das alles wird natürlich lange dauern. Du darfst dir nicht Erfolge von jetzt auf gleich versprechen und es dauert einfach Zeit, bis Wunden verheilen. Vielleicht dauert es Wochen, Monate, vielleicht auch nur Tage, aber du musst dranbleiben, denn wenn sie dich weiter aufhalten, dann hast du auch noch in mehreren Jahren daran zu knabbern und irgendwann kommt es wieder hoch und irgendwann wird es dich einholen. Deswegen arbeite jetzt daran. Gib nicht auf, auch wenn es am Anfang schwer ist, aber ich weiß, du kannst das. Jeder von uns kann das, jeder von uns hat die Kraft, sich selbst zu heilen. Jeder Mensch hat das in sich und auch du hast das in dich, auch du hast das in dir. Und deswegen wünsche ich dir jetzt viel Erfolg. Ich hoffe, das Video konnte dir ein bisschen helfen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.